aus meiner Sicht der Grund von der Regulierungsseite, warum Sie sich dringend mit Honorarmodellen beschäftigen sollten. Denn wenn Sie es nicht ohnehin schon tun, die Frau Ehrlich tut es, Wohlfelder, wenn Sie es nicht ohnehin schon tun, dann müssen Sie jetzt anfangen, weil unsere Erfahrungen zeigen, dass ein Unternehmer, ein Makler, wie auch immer Sie sich bezeichnen, ungefähr 2 Jahre braucht. Ein Jahr braucht er, wenn er mit Vollgas das Ding durchzieht, und 2 Jahre braucht er, wenn er auch noch ein bisschen Tagesgeschäft machen will, bis er auf seiner Klaviatur wieder so spielen kann, wie das in der alten Welt war. Und das ganze Thema Honorarmodelle, das werden Sie heute auch sehen, ist heute noch aufwendiger als die normalen Modelle. Und trotzdem sage ich Ihnen, Sie verdienen mehr und nicht nur relativ, nicht nur absolut, sondern relativ im Verhältnis zu Ihrem Aufwand. Selbst wenn Sie den Mehraufwand berücksichtigen, können Sie mit Honorarmodellen, wie ich es Ihnen heute zeige, mehr verdienen. Gut, wir können das nicht aufhalten, was die EU da vorhat. Und bei mir gibt es so eine Maxime im Leben, die das sagt, wenn ich was nicht verändern kann, dann überlege ich mir, wie kann ich von profitieren. Und wer schon mal Judo gemacht hat, wer bei mir auf dem Seminar war, die Judo regelt jedes Mal, die heißt, wenn der Gegner zieht, dann schieb. Und wenn der Gegner schiebt, dann zieh. Diese Kampftechnik beruht ja einfach darauf, die Energie, die mir entgegenkommt, zu nutzen. Ich kann natürlich dagegen halten. Ich kann sie aber auch nutzen, dann sind viele Dinge einfacher. Also muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich von dem, was da kommt, profitieren? Wie macht mich das schneller, flexibler, ertragreicher? Und das ist der Fokus, den ich habe.